Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Pillars of Eternity. So, das erste, um was wir uns kümmern müssen, wir haben ja kurz nachdem wir hier gerastet haben, vor dem Speichern, eine Nachricht gekriegt. Nämlich, dass wir angegriffen werden. Eine Gruppe von Schatten und Schleichern ist aus Ort Nua gekrochen und befindet sich auf dem Weg in die Herrenhalle. Autobänden, manuell beenden. Versuchen wir es mal mit manuell beenden. Du musst nach Khet Nua reisen, um an der Verteidigung teilzunehmen. Auto beenden. Schatten und Waldlauer griff die Festung an. Aber dabei entstanden keine Schäden. Okay. Ich glaube, wir versuchen dabei lieber mal zu helfen. Deswegen lade ich nochmal den letzten Speicherstand. Dauert ja hoffentlich nicht allzu lange jetzt, wo ich ihn schon mal geladen hatte. Und dann reisen wir nach Khet Nua und helfen bei der Verteidigung. Ein paar Schatten- und Waldlaurer, die können wir locker besiegen, denke ich mal, hoffe ich mal. Geben vielleicht auch ein paar Erfahrungspunkte für unsere Gruppe. Währenddessen muss ich kann ich ja überlegen, wie es weitergehen soll bei uns. Ja, vielleicht versuchen wir mal, wenn wir da schon in Khet Nua sind, die Spinnenkönigin zu besiegen. Das wäre mal eine Idee. So, lade bitte. Dumm, die dumm. You seem preoccupied with details, Alaf. Almost consumed by them, I'd say. Once you've seen a colleague misuse Arkhamir's capricious hex, you learn an appreciation for details. This sounds like wizard talk, so I'll just take your word for it. Sure. Wir haben immer interessante Gespräche, die Gruppenmitglieder. So, dann gucken wir mal, dass wir hier rauskommen. Da ist der Ausgang. So. Khet Nua. 22 Stunden, 15 Minuten. Ja. Können wir auch mal wieder in unseren eigenen vier Wänden schlafen? Ja, die Ladezeiten sind manchmal etwas lang, aber es geht eigentlich noch. So, da ist schon die Hand, das heißt, es geht gleich weiter. Jo. Und wir können bei der Gelegenheit mal kurz gucken, wie weit ist unser Ausbau. 20 Stunden noch, bis die Bibliothek fertig ist. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt hier in die Herrenhalle. Kann ich mir mal kurz die Map ansehen, wie es so aussieht. Westlicher Wachturm, östlicher Wachturm, alles andere liegt noch größtenteils in Trümmer. Außer die Försterhütte, die wir aufgebaut haben.
Wir können uns aber mal die Kaserne anschauen, ob da jetzt die Leute rumstehen, die ich angeheuert habe. Dumm, die dumm. So, zur Kaserne ging es, glaube ich, hier hoch. Ja, das sieht doch ganz ordentlich aus. Die Betten sehen wieder gut aus. Unter dem Kopfkissen liegt eine Skizze einer jungen Elfe mit großen Augen und einer kleinen schönen Nase. Ach, wie niedlich. Ist auf jeden Fall mittlerweile besser als ein vom Milben befallenes Zimmer. Unter der Bettdecke sind drei schwierige Spielkarten versteckt. Ja, wie viel Platz gibt es denn hier? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 3, 12, 14, 16. Ich kann aber nur 10 Leute an, 8 Leute anheuern. Naja, ist okay. Kann ich die Kaserne zufällig ausbauen oder ist sie einfach fertiggestellt? Die ist fertiggestellt, okay. Dann gehen wir jetzt in die Herrenhalle zurück und versuchen mal den Angriff manuell zu beenden. Naja, die Herrenhalle sieht ganz in Ordnung aus, denke ich mal. Oh, und ich kann mal in die Schatztruhe gucken, was wir so bekommen haben. Stimmt. Was haben wir denn bekommen? Trank der Infusion mit Lebensessenz. Klingt gar nicht mal so schlecht. Schriftrolle des Angstexorzismus und ein paar Geldstücke, okay. Nicht sehr viel, aber etwas. So, mal kurz einen Quicksave machen und dann machen wir die manuelle Beendigung. Okay, es lädt. Wow. Schatten, okay. Fuhut-Soldat, also meine Leute sind auch mit von der Partie. Erstmal die Schatten loswerden, der uns bedroht. Und jetzt die Lauerer. Wow, sie haben meinen Fuhut-Soldaten getötet. Okay. Erstmal die Waldlaurer, die sind gefährlicher eigentlich. Oder die Schatten. Ah, was kannst du? Eingeschworener Feind markiert einen Feind als Ziel der rechtschaffenen Raserei. Oh ja. Markieren wir mal den Waldlauerer. Alof ist mal wieder kurz davor umzufallen. Okay, Alof ist umgefallen. Oh, Edda sieht nicht gut aus. Was ist denn auf Edda bewegungsunfähig? Allegina, heim mal lieber Edda. Und das war Fenris. So, der Waldlaurer ist kurz vorm Sterben. Der Schatten. Au, und ich werde behauen. Die machen aber zum Glück nicht viel Schaden.
Außer mit ihren blöden Eisblitzen. So. Das war's, oder? Ja. Denke ich mal. Aber wir konnten das Zeug nicht einsammeln, was sie gedroppt haben. Das ist schade. Oh, doch. Können wir. Sure. So, hat uns das... haben wir jetzt alle Leute bis auf den Scharmützelbogenschützen verloren? Ja, haben wir. Okay, das heißt, wir müssen einen neuen Vorhutsoldaten anwerben. Hautteillinie. Berat-Priester hatten wir. Goldpakt-Ritter. Hüter der Wildnis. So. Gut. Hm. Dann schlafen wir mal eine Runde. Kein Bonus. Ach, wieso überleben? You're a newcomer to the Deerwood as well. What do you make of it so far? Hagrim, wir auch. Ich bist du neu im Dürrwald. Was hältst du bisher davon? Ich hatte nicht viel Zeit, mir die Sehenswürdigkeiten anzusehen. Die Leute hier scheinen ganz in Ordnung zu sein. Da scheinen sich Schwierigkeiten zusammenzubrodeln, auf jeden Fall. Diese Leute sind Wahnsinnige. Wie kannst du erkennen, dass ich kein Einheimischer bin? Da scheinen sich Schwierigkeiten zusammenzubrodeln. Hierzulande scheint das eine Konstante zu sein. Wenn die Dürrwälder keine Probleme mit den Glanfantanern haben, dann miteinander. Ich finde es merkwürdig, dass ein Volk, das vom Feind umzingelt ist, derart aufeinander herumhackt. Ansonsten halte ich sie für einen ziemlich erfrischenden Haufen. Ich habe schon das ein oder andere Stündchen in ein paar Schenken mit Einheimischen verplaudert und jeder vom Kaufmann bis zum Diener hat seine eigene Meinung. Hm. Okay. Wenn du das so siehst, kann er... Das Lustige an Ort Nua ist, es sollen ja angeblich 15 Ebenen sein. Und wir haben noch nicht mal die erste geschafft. Das wird auch noch ein schöner Spaß werden. Hallo Kerkermeister, hast du irgendwen hier verhaftet zurzeit? Nein. Zellen haben wir ja genug. Sagani ist noch eine Runde beschäftigt. Gucken wir mal kurz in unser Questbuch. Der Einsiedler vom Hause Hadret, das ist da die Queste von Lady Webb. Und dafür müssen wir nach, genau, nach Dürrfurt, genau. Die Bronze unter dem See war das Drachengebiet? Nee, halt, das war das, von der Abenteurergilde. Das war das Drachengebiet bei den Feuerfällen. Kind der fünf Sonnen. Da muss ich mit Palegina nach Zwillingsulm. Das dauert noch eine Weile. Die lange Jagd. Da muss ich mit Sagani noch ihren Freund finden. Meister der Tiefe ist das in Ort Nua. Das Rad der Zeit ist Kannas Quest. Prüfung von Durens. Fragmente eines zertrümmerten Glaubens war Edda. Zurzeit hat mir niemand was zu sagen, also gehen wir in den nächsten Bereich. Versuchen wir mal in Ort Nua ein bisschen aufzuräumen. Ich habe so das Gefühl, das ist ein bisschen eine Art krankes Spiel da unten. Nämlich in jeder Ebene gibt es entweder einen Boss oder ein Rätsel und dann erst geht die Tür zum nächsten Gebiet auf. So, das ist... Jetzt sind wir in Ort Nua. Endlose Pfade von Ort Nua, Stufe 1. Ja. Und zwar gibt es ja hier diese Türe, die... oder steht die mittlerweile offen? Die steht mittlerweile offen.